Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Rechenregeln für bedingte Wahrscheinlichkeiten. Die sind hier auf dieser Folie nochmal zusammengefasst und grundsätzlich gilt, dass bedingte Wahrscheinlichkeiten genauso Wahrscheinlichkeiten sind wie unbedingte normale Wahrscheinlichkeiten auch. Das heißt, sie liegen immer zwischen 0 und 1. Die leere Menge, das unmögliche Ereignis, hat die Wahrscheinlichkeit 0, egal ob gegeben B oder nicht gegeben B. Wenn ein Ereignis A eine Teilmenge von Ereignis C ist, dann gilt auch, dass gegeben, dass B eingetreten ist, muss immer noch die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit für C gegeben B sein. Ich kann Gegenwahrscheinlichkeiten bilden, also die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit für nicht A gegeben B und auch diese sogenannte Siebformel für die gemeinsame Wahrscheinlichkeit von A und C gilt genauso. Das heißt, unsere grundsätzliche Rechenregel, wie bedingte Wahrscheinlichkeiten definiert sind, kann ich natürlich anwenden. So komme ich in der Regel auf die bedingten Wahrscheinlichkeiten, aber ab da kann ich dann genau die Rechenregeln anwenden, die ich auch ohne Bedingung gewohnt bin. Außerdem kann ich dann noch einige weitere Regeln mir herleiten. Zum Beispiel kann ich diesen Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit herleiten. Da geht es darum, ich möchte die Wahrscheinlichkeit für B bestimmen und ich kenne jetzt aber nur die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass B eintritt gegeben A und dass B eintritt gegeben nicht A. Und wenn ich diese beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten für B kenne, kann ich daraus auch die Wahrscheinlichkeit für B kennen, berechnen, vorausgesetzt, ich kenne die bedingenden Wahrscheinlichkeiten für A bzw. nicht A. Machen wir uns das einmal anhand unseres üblichen Mengendiagramms klar, haben wieder unsere gesamte Ergebnismenge Omega. Und dann haben wir ein Ereignis A, das kann eintreten oder das kann eben auch nicht eintreten, nicht A. Und dann haben wir ein Ereignis B, an dem sind wir eigentlich interessiert. Und dann kennen wir zum einen eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass B und A gemeinsam eintritt oder B und nicht A eintritt. Das können wir so aufteilen und die wiederum können wir berechnen durch unsere bedingten Wahrscheinlichkeiten, dass wir immer sagen können, bedingte Wahrscheinlichkeit für B gegeben A mal bedingende Wahrscheinlichkeit und für die entsprechende Gegenwahrscheinlichkeit. Eine Anwendung könnte zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften sein, dass ich einen Marktanteil bestimmen möchte. Bin daran interessiert, wie groß ist mein Marktanteil B insgesamt. Und dann kenne ich aber meinen Marktanteil nicht insgesamt, sondern ich habe zwei unterschiedliche Surveys durchgeführt. Ich habe einen bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt und einen Survey habe ich bei Erwachsenen durchgeführt. Und dann weiß ich, wie groß ist der Marktanteil bei den Kindern und Jugendlichen, wie groß ist der Marktanteil bei den Erwachsenen. Und wenn ich dann noch weiß, wie viele Kinder und Jugendliche gibt es denn unter den Konsumenten und wie viele Erwachsene gibt es unter den Konsumenten, kann ich mir damit den Gesamtanteil ausrechnen. Das wäre also ein Anwendungsbeispiel dafür. Neben dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit gibt es dann noch einen weiteren wichtigen Satz zum Rechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten, den Satz von Bayes. Da geht es um Folgendes, dass ich P von A gegeben B ausrechne und das möchte ich machen auf Basis der Wahrscheinlichkeiten B gegeben A bzw. B gegeben nicht A. Ich möchte also sozusagen die Richtung der Bedingung umdrehen. Also A gegeben B möchte ich ausrechnen und B gegeben A bzw. nicht A kenne ich. Und dann kann ich das anhand dieser Formel hier machen und die Herleitung schauen wir uns hier einmal kurz an. Ja, wir setzen einfach unsere Definition ein. A gegeben B ist A und B dividiert durch P von B. A und B kann ich
aufteilen in b gegeben a mal p von a, bedingte Wahrscheinlichkeit mal bedingende Wahrscheinlichkeit, und p von b kann ich den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit einsetzen, den wir gerade auf der Folie vorher angeschaut haben. Und so kommt dann diese Formel zustande. Wenn man diesen Satz von Bayes dann kennt, dann kann man damit auch direkt diese Wahrscheinlichkeit aus dem AMDS-Beispiel im vorigen Video ausrechnen. Ja, da ging es also darum, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand krank ist, das akute Mathematik-Deficiency-Syndrom hat, gegeben, dass er in Mathe-Test durchgefallen ist. Und wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit durchzufallen, gegeben man ist krank, ist 90%, und die Wahrscheinlichkeit nicht durchzufallen, gegeben man ist gesund, ist auch 90%, und 5% waren krank. Und wenn wir das wissen, dann können wir direkt einsetzen. Da haben wir nämlich alle Bestandteile da. Also hier müssen wir nur noch die entsprechende Gegenwahrscheinlichkeit b gegeben, nicht a ist 0,1. Die müssen wir bilden, und p von nicht a ist 0,95. Und wenn wir diese einfachen Gegenwahrscheinlichkeiten gebildet haben, haben wir alle Bestandteile beisammen, um in diesen Satz von Bayes einzusetzen, und können genau die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, die wir auch im vorigen Video ausgerechnet haben, von etwa 32% oder ungefähr ein Drittel von denen, die durchfallen, die dann also wirklich krank sind und dieses Syndrom haben. Als Tipp zum praktischen Rechnen in Anwendungen und auch in Tests und Klausuren: ich persönlich tue mich immer schwer damit zu sehen, kann ich wirklich den Satz von Bayes anwenden, muss ich den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit anwenden, sondern das, was ich mache, ich schreibe mir immer die Vierfeldertafel hin, befülle die Vierfeldertafel, und dann lese ich die Wahrscheinlichkeit ab, die mich interessiert. Das funktioniert auch immer, also immer wenn ich den Satz von Bayes anwenden kann, kann ich diese Strategie auch verwenden, aber auch noch in anderen Fällen. Sehen wir dann auch noch in nachfolgenden Videos, wie man das am besten machen kann. Nach diesem etwas lehrbuchmäßigen Beispiel schauen wir uns jetzt noch das analoge, echte Beispiel an, was zum Teil dieses AMDS-Beispiel motiviert hat. Den AIDS-Test ELISA, mit dem man also HIV-infizierte Patienten ziemlich sicher erkennen kann. Also 99,9% der infizierten Patienten werden auch tatsächlich durch den Test als positiv entdeckt, und umgekehrt 99,8% der gesunden Menschen werden auch als gesund und nicht fälschlicherweise als krank erkannt. Glücklicherweise sind nicht viele davon betroffen, oder im Vergleich zur Größe der Bevölkerung 0,1% sind natürlich immer noch mehr als gut ist, überhaupt keine Frage, aber der Anteil absolut gesehen, gerade im Vergleich zu diesen Wahrscheinlichkeiten, ist ziemlich klein. Und wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person, die positiv getestet wird, dass die trotzdem gesund ist? Naja, und da schreiben wir uns auch wieder die entsprechenden Ereignisse hin. Wir haben einmal das Ereignis A: Person ist nicht infiziert oder ist infiziert, und Ereignis B: Testergebnis ist positiv, hat angeschlagen, oder Testergebnis ist negativ. Dann können wir die Wahrscheinlichkeiten aus der Angabe ablesen. Die Wahrscheinlichkeit, infiziert zu sein, ist 0,1% oder 0,001. Und dann die bedingte Wahrscheinlichkeit für ein positives Ergebnis gegeben: infiziert ist 99,9%, die Wahrscheinlichkeit für ein negatives Ergebnis gegeben nicht infiziert ist 99,8%. Und dann können wir wieder die entsprechenden Gegenwahrscheinlichkeiten natürlich bilden. Die Wahrscheinlichkeit, gesund zu sein, ist dann 99,9%. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test nicht anschlägt, obwohl man infiziert ist, ist 0,001. Und die Wahrscheinlichkeit, positiv getestet zu werden, obwohl man gesund ist, ist 0,002.
Und damit können wir dann die gesuchte Wahrscheinlichkeit berechnen, die Wahrscheinlichkeit, nicht infiziert zu sein, gegeben, das Testergebnis ist positiv. Und da braucht man jetzt wieder nur in den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit die einzutragen, also genau die Wahrscheinlichkeiten, die wir vorher eingesetzt haben, und bekommt dann eine Wahrscheinlichkeit von 2/3 heraus. Das heißt, es ist trotz des positiven Testergebnisses ist es immer noch deutlich wahrscheinlicher, gesund zu sein, als krank zu sein. Ja, und man kann in diesem Satz von Bayes rechnet man also immer einen Anteil aus. Das, was hier oben steht, steht da unten immer noch einmal plus das entsprechende andere Ereignis, was eintreten kann. Also in diesem Fall positiv getestet zu sein und infiziert. Und der Grund für die Wahrscheinlichkeit dieses hohen falsch positiven Testergebnisses ist, dass wir hier eine zufällig ausgewählte Person aus der Gesamtbevölkerung genommen haben, wo die Prävalenz der Infektion eben nicht so hoch ist. Und deshalb erhöht sich zwar diese Wahrscheinlichkeit deutlich von 0,1% auf 33,333% krank zu sein, aber es ist immer noch wahrscheinlicher, gesund zu sein. Also bevor man da zu drastischeren Maßnahmen greift, sollte noch ein weiterer Test, weitere Diagnostik durchgeführt werden. Und das ist auch der Grund, warum man normalerweise solche medizinischen Tests nicht für alle Patienten durchführt, sondern nur in Gruppen, wo das Risiko zumindest etwas erhöht.